Gute? Toi, toi, toi. So. Hallo und herzlich willkommen heute hier in meinem YouTube-Kanal. Wie ihr schon seht, habe ich heute was ganz anderes mal vor. Naja, was ganz anderes kann man so nicht sagen. Ich habe ja schon mal einen Produkttest gemacht. Wir haben ein aktuelles Thema. Wie fast alle Eltern zu dieser Jahreszeit, kurz vor den Sommerferien, stellt man sich die Frage, wie geht es weiter ab der 5. Klasse? Welcher Rucksack soll es werden oder welcher Turnister, sagte man ja früher noch. Wir hatten jetzt von der 1. bis zur 4. Klasse einen... Scout. Was? Guck nochmal nach. Das ist kein Scout. Wie heißt der? Ergobag. Ergobag. Ja, diese Markensache. Wir hatten also einen Ergobag und der hat uns echt super tolle Dienste geleistet. Und der war eigentlich super, oder? Warst du mit zufrieden mit dem? Ja. War gut, ne? Achso, falls ihr sie noch gar nicht kennt, das ist meine Tochter Chiara, sie möchte heute gerne mal mitmachen. Okay, also das war der Rucksack von der 1. bis zur 4. Klasse. Da war ja schon eine ganze Menge drin. Jetzt geht es aber in die 5. Klasse. Und tun wir den mal ganz kurz zur Seite. Welche Modelle haben wir uns denn ausgesucht, Chiara? Wir haben uns einmal ein Picasso ausgesucht und... Ja, jetzt sind wir nicht so reingequetscht. Und ein Setch. Ein Setch? Match. Match, ja. Okay, und die haben wir jetzt schon mal so ein bisschen verglichen. Und als wir die verglichen haben, ist uns aufgefallen, Mensch, da gibt es deutliche Unterschiede. Ein paar wollen wir euch gleich mal vorstellen. Und dann haben wir uns gedacht, erklären wir gleich mal, welchen wir uns und warum wir uns den dann so ausgesucht haben. Willst du es andersrum haben? Ja. Okay, genau. So, ja, getauscht. Ja, erstmal ganz kurz zu dem Setch Match. Den gibt es natürlich in verschiedenen Farben und Mustern, kann man sich einfach mal aussuchen. Dann online gibt man das ein, man findet tolle Shops, die Schulrucksäcke verkaufen. Ja, was ist hier erstmal ganz besonders aufgefallen? Bei den Bildern vom Hersteller gab es einfach, da kann ich jetzt sofort durchgreifen, hier so, das ist gedacht für den Fahrradhelm zum Beispiel. Das heißt, wenn man den hier aufmacht, einfach mit den Clipsen an der Seite, so, dann hat man hier eigentlich nur so ein Überwurffach, wo man zum Beispiel den Fahrradhelm reinmachen kann und dann kann man den hier so rüberwerfen und dann schiebt man die Klipse wieder rein und erhält den Fahrradhelm zum Beispiel da drin. Oder man hat hier so ein Fach, wo man eine Flasche Wasser zum Beispiel auch reinstellen kann, eine große Flasche. Also auch für sportliche Kinder ganz gut gedacht. Dann ist das hier vorne so zum Beispiel der Fall. Dann haben wir hier ein Fach zum Öffnen. So, da kommt man auch dran, wenn das jetzt hier zu wäre. Ja, man muss aber vorne den Schildern sein. Zack. Dann haben wir hier zum Beispiel ein Fach für ein Handy, für Stifte. Hier oben so ein kleines Fach. Ich würde sagen, da könnte ein kleines Tablet. Vielleicht manche Schülerinnen und Schüler haben ja schon Tablets in der Schule. Wir haben wieder diesen klassischen Schlüsselanhänger, damit der da ist. Hier für die Büchereikarte vielleicht ein Fach drin. Ne? Das ist ganz praktisch. Hier kleinere Fächer, größere Fächer für Kugelschreiber, Buntstifte oder was die Kinder halt so in den Turnistern haben. Ja, ein Schlampermäppchen würde ich jetzt hier, glaube ich, nicht so reinkriegen. Oder was meinst du, ja? Würde drücken, oder? Ja. Okay. Dann werden die Stifte eher kaputt gehen. Genau, da muss man aufpassen. So, dann machen wir es wieder zu, vorstellen die Etiketten. So, dann haben wir hier oben einfach. So, zack, geh mal richtig auf. Das ist die zweite Ebene, das ist also quasi direkt hinter dem, wo jetzt die, ich mache mir hier von den Fahrradhelm wieder zu, wo die Stifte gerade drin waren, das ist direkt dahinter. Eigentlich ist das wie so ein Labyrinth, finde ich. So. Da, jetzt haben wir es. So, das ist schon ein etwas größeres Fach. Vom Platzbedarf hier drin, würde ich sagen, wäre hier zum Beispiel Platz für die Butterbrotdose, vielleicht Sportsachen oder sowas. Man hat hier noch ein kleines Fach oben drin im Deckel. Da könnte man zum Beispiel auch nochmal das Handy platzieren. Smartphone oder MP3-Player oder sowas, da gibt es nämlich auch hier oben in der Ecke einen kleinen Durchlass, wo man die Kopfhörer durchstecken kann. Da kann man dann auch noch entsprechend das nach außen füllen. Ja, also vom Fach her, vielleicht auch einen Ordner könnte man ja auch reinkriegen. Hm, was hast du da? Das kommt gleich. Wir arbeiten von vorne nach hinten. Ne? Das hat Mama aber nicht entdeckt. Hat Mama nicht entdeckt? Nein. Okay, dann entdecken wir das gleich. Also, dann wie gesagt, hier ist der Platzbedarf für circa, ja, ich sag mal, einen DIN A4 Ordner, so einen Aktenordner, einen dünnen, den würde man hier gut reinkriegen. Dann ist es aber auch voll. So, machen wir nochmal zu. Zack. Andere Seite. Wusch.
Okay, dann gehen wir einfach weiter. Jetzt muss ich diese Schnallen hier an der Seite öffnen. Der Sedge Match hat genauso wie auch der Hooker Show an der Seite so Laschen. Wenn der Rucksack etwas größer aufgebläht ist zum Schluss, kann man hier vorne mit diesen Regeln das verriegeln und dann heranziehen, sodass dann doch so ein bisschen rangezogen wird, damit nicht alles so rumschlackert. Wir haben das schon mal mit Gewicht ausprobiert, das ist bei beiden sehr praktisch. Machen wir mal das Hauptfach auf. So. Bis dahin geht das. Nein, das hatten wir noch nicht. Wir hatten gerade das Schwarze hier vorne. So, jetzt wird es nochmal spannend. Das ist das große Hauptfach. Wobei groß würde ich hier auch eher in Richtung zwei versetzt, also verdreht versetzte DIN A4 Ordner, Aktenordner schätzen. Plus, dass wir hier hinten so ein Laptopfach haben. Also da passt ein 15 Zoll Laptop auf jeden Fall rein. Ja, so, okay. Und dann ist das eigentlich schon zu Ende. Was jetzt aber noch an diesem Modell besonders ist, man hat hier hinten nochmal so einen Rundum-Rundschlag mit einem Reißverschluss. Wenn ich den jetzt nochmal öffne, dann gewinne ich nochmal einen kleinen Vorraum von ca. 5 cm. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal den Rucksack etwas erweitern in seiner Tiefe drin und kann nochmal was an Platz rausholen. Ganz tolle Sache eigentlich, ne? Aber insgesamt haben wir im Praxistest schon festgestellt, dass das mit dem Umräumen nicht so gut klappt. Bevor wir gleich zu deinem Modell kommen, was du erklären darfst, nochmal ganz kurz die Gürtelabteilung. Vorher machen wir uns nochmal schnell zu. Also beide Modelle, so wie alle Hersteller auch, haben natürlich rückenfreundliches, luftdurchlässiges Polster hinten drin. Ein Brustgurt, ein Hüftgurt ist da dran. Der Hüftgurt liegt relativ gut, ist sehr, sehr breit auf den Hüften drauf. Auch für schmale Kinder ist das gar kein Problem, das liegt sehr gut. Das Polster hinten geht schön in den Rücken hinein. Es ist verstellbar, wenn man das jetzt hier auseinander nimmt. So, klatsch, kann man hier an dem Drahtgestell das etwas versetzen, sodass es quasi mit den Jahren mitwachsen kann. Ich bin mal gespannt, wie viele Jahre das bei dir noch hält. So, dann können wir jetzt erstmal so rausgehen. Zack, zack, da die Nasen wieder rein. Hier oben auch. So, okay. Ja, was vielleicht erwähnenswert wäre, das ganze Material ist hier aus PET-Flaschen gewonnen worden. Das heißt, der Hauptanteil des Stoffes sind keine neu entwickelten Kunststoffe, sondern recycelte Produktstoffe. Und das finde ich auch wieder ganz interessant, dass man da eigentlich auch so ein bisschen aus dem Umweltaspekt raus aus Müll noch was Schönes zaubern kann, was gar kein Müll mehr ist, sondern ein nagelneues Produkt wird. Okay, so, jetzt habe ich einmal den Sedge Match gezeigt. Jetzt kommen wir gleich zu dem Cocasso und den stelle ich jetzt die Chiara einmal vor und dann gucken wir mal, was die Chiara dazu zu erzählen hat. Fangen wir auch vorne an, so wie ich das gemacht habe. Hier in diesem Fach kann man eine Brotdose reinpacken. Die, wenn man jetzt so eine hat wie ich, kann man die da locker reinpacken und dann auch wieder zumachen. Sollen wir die schon mal zeigen? Ja. Weil ich glaube, das ist nämlich das schon das erste Besondere, weil sie hat nicht keine kleine Brotdose, sondern eine ziemlich große. Eine sogenannte Jumbox, nicht von Jumbo, sondern weil da Yummy Yummy ganz viel drin ist. Mehrere kleine Fächer, ja, die ist jetzt glaube ich gerade leer. Oder? Ach doch, so. Kleinere Fächer. Und da kann sie schön Knabbereien reinmachen, ein bisschen was Süßes, ein bisschen was Gesundes. Und die kommt halt nicht in jeder Tasche ganz gut klar. Was kommt dann da noch rein, Chiara? Wenn es passt, eine Flasche. Wenn sie nicht passt, kann sie hier an die Seite gemacht werden. Genau, das heißt, wir haben für kleinere Flaschen sicherlich Platz da drin. Vielleicht querlegen. Genau, die kann da draufgelegt werden. Dann kann das einfach zugemacht werden hier. So, man merkt schon, ist ein bisschen fummelig. Würde funktionieren. Lass mal ruhig in die Seitentasche packen, Chiara. Ne? Weil eigentlich ist das so, dass wirklich hier die Jumbox drin ist und dann, jawohl, einmal auf der Seite und auf dieser Seite. Genau. Hier kann man, wenn da jetzt keine Flasche drin ist, wenn man Sport hat, kann man da noch eine andere Flasche reinmachen. Genau, der Tag ist lang, ne? Ja. Okay, jetzt haben wir hier die Jumbox drin. Was kannst du da noch so reinpacken? Man kann hier, kann man jetzt hier das Handy reinmachen.
Hier kann man einen Schlüssel dran machen. Hier ein paar Stifte. Und Mama hat gesagt, dass wir hier das Etui reinpacken. Also da ist ja auch Platz für sogar einen großen DIN A4-Ordner, Aktenordner drin. Der kann da vorne locker reingestellt werden. Auch ein normales Handy passt hier ganz bequem rein. Also selbst ein größeres oder ein kleineres ist beides gut. Und die Stifte haben wir hier auch wieder drin. Und der Schlüsselteil ist auch wieder da. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Fach. Hier ist hier dann nochmal sowas für ja, hier kann man auch nochmal theoretisch ein Handy reinlegen zum Beispiel. Oder auch ein Dokument, ein Ausweis oder vielleicht einen Elternbrief oder sowas könnte man da gut reinsetzen. Und hier hast du ein Fach, ne? Hier habe ich ein Fach für Schulsachen, zum Beispiel Hefte oder was anderes. Okay, und da sehe ich noch einen Reißverschluss. Und dann sehe ich hier noch einen Reißverschluss, der ist hinter dem Halter, sehr gut versteckt. Genau, das ist auch noch etwas unterschiedlich zu dem anderen Modell. Die Halterung des Griffes ist hier wirklich gepolstert, schön in der Mitte. Das heißt, auch wenn er schwer wird, er hat die Gesamtlast in den Mittelteil gesetzt. Dann ist hier noch mal was. Hier kann wieder ein Computer rein. Hier kann man dann auch noch restlichen Sachen reinpacken. Genau, wobei, schauen wir ganz kurz. Hier vorne, das ist von der Polsterung her dünner. Das heißt, in der Rückenseite ist gut gepolstert, hier vorne dünn. Das ist eher was für auch Schulsachen, was man hier reinmacht. Also ein Notebook bräuchte hier noch eine Softshell-Hülle, würde ich zumindest sagen. Weil sonst könnte das gut auch was bekommen. Ja, aber wie gesagt, Notebook-Einsatz ist ja noch nicht ganz so trendy in Sekundarstufe 2. 2, 1 bis jetzt. Das ist schon 1 zu viel. In der Stufe, Sekundarstufe 1, Entschuldigung, so ne? Muss das ja sein. Okay. So, wie sieht es denn? Ja, machen wir erstmal zu und dann sagen wir ganz kurz, wie es dann hinten aussieht. Ja, okay, ist zu. Hast du, ne? So, was ist denn hier hinten mit? Hier ist schon wieder das Beckengurt. Die Clipper sind auch ganz anders. Hier, das hier ist kürzer, also da sieht man auch richtig viel von dem anderen hier. Da muss man auch eigentlich gar nicht drücken. Weißt du, ob mir viel mehr auffällt? Die haben knallige Farben, ne? Ja. Sind nicht schwarz wie sonst. Ja. Also der fällt gut auf. Kann man das kleiner oder lockerer machen. Genau, ist für die Schultern, ne? Ja. Dann kann man das genauso wie bei dem Tag. Nur kurz erwähnt, auch der hat natürlich hier Schultergurte, ne? Die man kürzen kann, natürlich. Ja. Ja, kannst du das rausmachen? Ja, man muss nicht wegreißen, man muss hier oben anfangen. So. Nee. Ja. Den hier kann man auch verstellen. So. Das sieht nur ganz anders aus. Hier hat Mama das jetzt bei mir auf S gestellt, weil mir der halt am besten passt. Mhm. Auch wieder die Polsterung und Stäbchen, die sieht man jetzt nur nicht. Genau. Hey, das ist super. Ja. Ja. Und dann, zack. In den Jahren kann er auch wieder mitwachsen. Genau. So. Ja, was hat uns jetzt eigentlich davon überzeugt, was besser ist? Eigentlich würde ich sagen, machen wir mal den Praxistest. Vielleicht sieht man das dann. Ihr habt ja schon gesehen, die große Brotdose ist schon drin. Ich hole noch mal den alten Rucksack drauf. Ich würde sagen, pack doch mal einfach kurz um. So, Kinder haben in der 4. Klasse schon so einiges zu packen. Da bin ich auch immer etwas sehr stark verwundert, was die alles mitschleppen müssen. Aber das passt alles wunderbar rein. Du kannst sogar den ganzen Ordner so nehmen. Den kannst du hinten in das Hinterfach machen, wo du das Ordnerfach hast. Dann habe ich hier reingepackt. Hast du da reingepackt? Ja. Dann pack das da rein. Hast ja dann ein Fach für. Na? Sicher, dass es da gepasst hat? Ja. Lass gucken. Achso, ja, die Tasche. Zack. So. Ist natürlich noch ein bisschen fester unten. Ja. So. Okay. Dann hast du noch ein paar Bücher da drin.
ein Tagebuch von Spinker auf. Und Spinker auf? Ja. Abhalten. Ja, genau. So. Zack, zack, zack. Ich zeige das mal ganz gut in die Kamera. Alles wunderbar verpackt. Hier ist noch Platz für Bücher ohne Ende. Die wirst du auch schon kriegen. Ja. Hier haben wir jetzt die Mappe rein, wo die einzelnen Haupthefte drin sind. Da war schon vorher so eine Ordnermappe. Entspricht ja entsprechend einen dicken Aktenordner. Das können wir nochmal zumachen. Das können wir zumachen. Ja, und hier vorne hast du gerade mal was reingetan? War das hier? Nee. Hier. Ja. Ach, da vorne. Da. So. Ja, und hier ist das Etui nochmal drin. Und man sieht, was man hier noch an Fläche hat, was hier noch rein kann. Also ich würde fast behaupten, hier könnte man sogar noch einen Sportbeutel unterbringen oder vielleicht sogar den Fahrradhelm. Streckdiesel auch, ja klar. Aber ich würde sogar behaupten, hier könnte sogar den Fahrradhelm rein. Ja. Das würde ich mir gut vorstellen können, ja. Soll ich den einmal holen? Mach mal. Probieren wir eben aus. Einmal Fahrradhelm holen. Ein bisschen Wartemusik. Süß, oder? Okay. Dann legen wir den mal da quer ein. Quer? Ja. Passt nicht. Nur das hier müsste auch. Ah, die Spitze. Nee, ich sehe schon. Also der würde passen, wenn hier jetzt die Spitze nicht wäre. Du hast ja diese Plastikspitze hier vorne. Ja, die kann man auch abmachen. Kann man abmachen? Machen wir eben? Ja. Guck. Okay, alles klar. Dann lass mich mal weg. Zack, zack. Von der anderen Seite. Also, es ist eng hier oben, gerade am Ende, aber man sieht, der ganze Fahrradhelm ist mit drin. Ohne das ja. Natürlich. Ja, gut, das könnte man dann irgendwo anders machen. Ja, das kannst du hier insgesamt noch. Also, insgesamt ist das schon mal sehr, sehr stabil alles. Was also aufgefallen ist, der ist von der Packfläche, die wir haben, von dem Volumen, was wir hier hatten, auch mit den Taschen, irgendwie war der komfortabler für uns und der hat auch die Farbe besser gefallen. Also Kinder entscheiden viel lieber eigentlich nach der Optik als nach dem Komfort. Wir gucken ja doch eher, wie der sitzt. Wenn du den einmal aufziehen möchtest, Chiara, ja. Dann probieren wir irgendwas aus. Okay, genau, Haare durch. Ups. Ja, der ist abgegangen. Moment. Das kann passieren. Zack. Dann haben wir hier oben am Ende. So, also das ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis, mal kurz nach vorne. Auf dem Schulterriemen hier vorne ist eine Stange eingelassen. Da kann man diese Halterung von oben nach unten versetzen, wie man möchte. Wir haben jetzt gerade nicht aufgepasst, der war zu weit oben, weil irgendwann ist oben Ende, da kann man den rausnehmen. Dann kann man hier oben wieder reinsetzen und ab da hält der auch wieder. War also ein bisschen zu weit oben. Mhm. Okay. So, jetzt müssen wir ein bisschen. So, gut. Ja, Streckengurt. Gucken wir, was du machst. Genau. Nee, richtig. Okay, super. Ja, dann zeige ich dir nochmal einmal und dann würde ich sagen. Aber guck, wir haben noch einen Haken rum, um hier rum. Nein, andersrum bitte zu mir. Genau. Und zwar hier oben nochmal. Das lässt sich jetzt nicht verschieben, aber das hier ist dafür da, dass ich hier den nochmal stramm ziehen kann, damit das rangezogen wird. So, bist du zufrieden? Ja. Und den willst du haben? Ja. Gut. Tja, liebe Eltern, vielleicht ist es mal ein anderes Video als das, was man immer so sieht, wenn man den Herstellern auf die Finger schaut. Hier war ein Praxistest, wir haben eine ziemlich große Brotdose, wir haben einen Fahrradhelm untergekriegt. Wir haben jetzt schon alles, was sie an Material hat, in dem Tornister drin. Genau, pack das mal alles kurz einmal auf, nehme das mal einfach hier so nebeneinander. Außer das hier, das zählt ja nicht. Genau, packen wir einfach nochmal nebeneinander, was jetzt gerade alles drin ist. Hier, das auch. So, und dann seht ihr einfach nochmal, was an Volumen da reinkommt. Kann immer noch ein bisschen mehr. Also ne, gerade so was deine Hälfte angeht, das ist ganz schön heftig hier. Wow. Passiert manchmal. Ja. So, pack es noch weiter aus. So.
zurück. Gut. Jetzt haben wir gerade, guck mal, du kannst ja jetzt da vorne sehen, ist ja die Kamera mit dem Bild. Und da haben wir aber alles ganz vorne an der Tischkante. Das sehen die Leute nicht. Deswegen packen wir es einfach nochmal hier vorne hin, an die Kante. Ja. Und der Fahrradhelm muss man einmal kurz holen. Wenn du immer rumknallst, dann fällt alles um. Kinder. Gut. So. Hol nochmal kurz den Fahrradhelm. So. Dann hältst du das jetzt hier einmal fest. Genau. Also, Fahrradhelm, große Ordnerfesthalter, wie gesagt, Ordnermappe, große Futterbox, dann hier große Mäppchen, Flasche 1, theoretisch noch Flasche 2. Hier sind ein paar kleinere Bücher, ein großes Buch, da kommen noch ein paar Bücher bei. Es ist noch eine ganze Menge Platz hier drin gewesen. Ja, wie gesagt, vielleicht haben wir euch ein bisschen geholfen. Falls es euch gefallen hat, das Video, dann macht mal ruhig den Daumen hoch. Wenn nicht, dann schreibt mal in die Kommentare, was ihr hättet anders gemacht oder was euch noch hätte interessieren können. Da wir uns für den Kukasso hier entscheiden, denke ich mal, können wir die ein oder andere Frage noch später beantworten. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Mirko und Chiara. Chiara.